Hallo, wir sind online. Wieder beim Urheberrechtstalk. Hallo nach draußen. Hallo Astrid nach Wuppertal. Ja, hallo und allen ein gutes und vor allem abmahnungsfreies Jahr 2014. Es ist zwar schon spät im Januar, aber es ist für gute Wünsche nie zu spät. Sehr gut, das hoffen wir auch, dass wir abmahnungsfrei bleiben. In diesem Sinne, wir haben einige Fragen eingesammelt. Starten wir mit der ersten. Ein Werk, also eine Musikaufnahme, Video oder Foto auf einer Internetseite ist fälschlich kommentiert, als sei die Verwendung erlaubt. Mit welchen Konsequenzen kann ein gutgläubiger Benutzer bei Veröffentlichung als Teil in eigenen Werken rechnen, wenn es verändert wird? Nicht nur, wenn es verändert wird, sondern auch, wenn es veröffentlicht wird. Das Problem ist, das Urheberrecht kennt keinen guten Glauben. Das heißt, ich kann also nicht sagen, aber ich habe doch darauf vertraut, dass derjenige, der gesagt hat, ihm gehört es oder er darf das richtig gemacht hat, sondern ich muss selber überprüfen, ob das stimmt. Das heißt, egal, ob ich jetzt ein solches Werk nur auf meiner Website oder bei Facebook oder wo auch immer einstelle oder ob ich es verändere. Ich habe mit den ganzen Konsequenzen des Urheberrechts zu rechnen, wenn der Urheber halt tatsächlich nicht gesagt hat, ja, kann man so machen. Weil es gibt keinen guten Glauben. Das heißt, ich muss jedes Mal nachprüfen, wenn ich irgendwo ein Foto oder ein Video einbette, ob das tatsächlich von diesem Menschen stammt und nicht von jemand anderem. Du müsstest es, wenn du sicher gehen willst. Das ist das große Problem bei den Creative Commons Datenbanken, weil da jeder ja was hochladen kann und es ja keine Absicherung zwischen dir und der Datenbank beziehungsweise demjenigen, der es hochgeladen hat, gibt. Hättest du eine Zusicherung, ich garantiere dir, dass ich die Rechte habe, dann wäre es problemlos. Das heißt, wenn man das hätte, dann entfällt das Risiko, weil ich könnte es mir ja zurückholen. Dann hätte ich nur noch das Risiko, hat der andere genug Geld, um tatsächlich die Abmahnsumme, den Anwalt, was auch immer, zu zahlen. Das große Problem ist, dass eben in allen Bedingungen der Datenbanken steht, wir stehen nicht dafür ein, dass an den Bildern, die eingestellt werden, die entsprechenden Rechte vorhanden sind. Das heißt, du nutzt es auf eigenes Risiko. Das ist so ein bisschen wie bei Dunkelorange über die Ampel gehen. Es kann gut gehen, es kann auch nicht gut gehen. Okay, das ist ja. Unangenehm. Ja, okay. Okay, machen wir zweite Frage. Wenn ich einen Tweet mit Textzitat, Bild retweete oder in Facebook so etwas auf der eigenen Infowand verteile, inwieweit bin ich haftbar, wenn der ursprüngliche Autor oder die Autorin das Text oder das Bild unrechtmäßig genutzt hat? Muss ich das überprüfen? Das ist dasselbe Ja, wahrscheinlich. genau, das ist dasselbe. Wir haben jetzt nur den Unterschied. Also bei Bildern ist das Problem immer ganz klar da. Bei Texten können wir jetzt streiten, ob ein bestimmter Text tatsächlich urheberrechtlich geschützt ist. Also nicht jeder Satz, den ich von mir gebe, den ich tweete, ist urheberrechtlich geschützt. Ich habe jetzt in der letzten Zeit zum Beispiel öfters nette Tweets gelesen wie Twitter macht mir Spaß, weil der Austausch toll ist. Das ist sicherlich urheberrechtlich nicht geschützt, auch wenn es ein schöner Satz ist. Und wenn ich das jetzt irgendwo bei Facebook, bei irgendeiner anderen Seite einstelle, dann passiert mir nichts. Ab dem Moment, wo es Zitate von bekannten Personen sind, die eben noch keine 70 Jahre tot sind, ab dem Moment laufe ich zumindest in das Risiko. Es gibt viele Prominente, die überhaupt nichts dagegen haben, dass ihre klugen Sprüche verwertet werden, die dann nicht abmahnen. Und es gibt eben die paar wenigen oder die Erben der paar wenigen, die es nicht gut finden. Das ist halt das Risiko. Und bisher habe ich jetzt konkret bei Twitter und Zitaten noch keine Abmahnungen gesehen. Das kann ein reiner Zufall sein. Kann aber irgendwann auch kommen, weil die Tatsache, dass es da ist, und ich sehe es halt relativ häufig und denke jedes Mal, oh, gewagt, würde ich nicht tun. Die Gefahr ist da. Es ist halt eben auch dunkelorange über die Ampel gehen. Ja, irgendwann werden die Nepper, Schlepper, Bauernfänger, wie es früher so eine schöne Sendung gab, werden die auch die dort erscheinen und die nur darauf warten, dass man irgendeinen Fehler begeht und dann zuschlagen. Ja, wir haben das Problem, wir haben kein Fair Use. Also das, was es in den USA gibt, eben diese, sagen wir mal, kleine Nutzung in einem sehr kleinen Rahmen, das haben wir nicht als Ausnahme. Also selbst wenn ich jetzt mich mal ausnehme, weil ich ja beruflich eher twittere und das eher dann durchaus kommerzielle Aspekte haben kann. Aber nehmen wir jetzt mal irgendjemand, der wirklich privat twittert. Selbst der hat nicht die Chance zu sagen, aber ich wollte doch nichts Böses und ich fand den Spruch so toll.
Und das wäre halt zum Beispiel in den USA anders, weil es Fair Use gibt und wo man sagen kann, ja, ist okay. Hier ist es eben im Zweifel nicht okay. Das Risiko ist da. Es gibt halt, wie gesagt, viele, die nicht dagegen vorgehen, aber das Risiko ist trotzdem da. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Inwieweit muss das Urheberrecht beachtet werden bei Textübernahmen, die getwittert oder in Facebook gepostet werden? Da sind wir genau wieder im selben Bereich, deswegen hatte ich die drei Fragen auch hintereinander gestellt. Das Problem ist halt eben, inwieweit ist der Text, den ich nehme, tatsächlich urheberrechtlich geschützt? Können wir uns immer drüber streiten, das ist eine Frage der Qualität des Textes. Ich würde ehrlich gesagt immer eher davon ausgehen, vorsichtshalber, dass der Text urheberrechtlich geschützt ist und lieber nachfragen, bevor ich das mache. Wenn derjenige nichts dagegen hat oder sich sogar darüber freut, dann ist es ja toll und es ist ein toller Austausch. Also jemand fragt mich, darf ich den Blogtext bei XY veröffentlichen und ich freue mich und sage ja, dann finde ich den auch nett und das ist toll. Wenn ich das nicht möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn mir irgendjemand das erzählt, dass ich das abmahne und dass ich versuche, dagegen vorzugehen, ja sehr viel größer. Das heißt, diese kleine Frage im Vorfeld, bevor ich etwas übernehme oder veröffentliche, die hilft wirklich. Und das würde ich in dem Fall auch tatsächlich machen. Es klingt mühsam, aber es ist eine kleine Nachricht, eine kleine Mail, was auch immer. Und es taucht aber kein Problem auf, was wirklich teuer ist. Okay. Ich mache weiter. Ne? Inwieweit sind gedruckte Noten urheberrechtlich geschützt? Ich denke, es geht um Musiknoten. So. Ja. Inwieweit sind gedruckte Noten urheberrechtlich geschützt? Darf man musikalische Werke auf Grundlage gekaufter Notenhefte öffentlich aufführen, instrumental und oder mit Gesang? Oder Tonaufnahmen davon für eigene Videoproduktion zum Beispiel auf YouTube verwenden? So, das war eine Frage, mit der ich mich heute Vormittag ein bisschen länger beschäftigt habe, weil das Thema Musiknoten bisher ja selten in meinem Bereich aufgetaucht ist. Ist aber hochspannend. Jetzt haben wir ja grundsätzlich die Konstellation, wenn ich jetzt mit klassischer Musik zum Beispiel anfange. Beethoven ist definitiv über 70 Jahre tot, Mozart ist definitiv über 70 Jahre tot, Bach ist definitiv über 70 Jahre tot. Jetzt würde man ja erstmal denken, toll, gemeinfrei. Wenn es jetzt so einfach wäre, denn es gibt zwei Paragraphen im deutschen Urheberrechtsgesetz, die Paragraphen 70 und 71, die genau das verhindern. Es gibt nämlich sogenannte wissenschaftliche Werke, wissenschaftliche Ausgaben. Wenn also diese Noten wissenschaftlich überarbeitet und verändert werden und dann herausgegeben werden, dann entsteht ein neues Urheberrecht, was wiederum, ich meine, 25 Jahre gilt. Und es gibt eine Verwertungsgesellschaft, die tatsächlich auch sich um diese Dinge kümmert und die eine Werkdatenbank hat. Das ist die VG Musikedition. Und wo man in dieser Werkdatenbank nachgucken kann. Ich habe einfach mal, weil ich in NRW ja bin, Beethoven ist nicht so ganz so weit gedanklich weg, nachgeguckt. Da war eine lange Latte von Beethoven-Werken, Klavierauszügen und ich weiß nicht was. Dann habe ich auch noch Mozart eingegeben, der tauchte mit einer ähnlich langen Latte auf. Und dann habe ich gedacht, okay, das scheint ein großes Problem zu sein. In dem Zusammenhang ist auch interessant, es gibt ein Projekt, eine Bewegung, da hat die Zeit Online vor einiger Zeit mal drüber berichtet. Da wollte jemand nämlich eine Online-Datenbank machen, wo eben zum Beispiel Noten oder auch Aufnahmen von Stücken eingestellt werden, damit man die ohne Urheberrechtsgebühren, ohne anderes eben bekommen kann. Das ist MooseOpen.org. Und ich habe nur kurz reingeguckt und nicht überprüft, von welchen Komponisten jetzt tatsächlich Sachen verfügbar sind und inwieweit das jetzt auch für den deutschen Raum funktioniert. Ich finde es aber interessant, dass es eben dieses Projekt auch gibt, um dieses Problem aufzugreifen. Denn ich habe tatsächlich auch bei Komponisten, die schon länger tot sind, das Problem, wenn ich Noten kaufe, kann ich es zu Hause für mich spielen. Ich kann es aber nicht aufführen. Wenn ich es aufführen will, brauche ich die Rechte von der GEMA. Bei Komponisten, die noch keine 70 Jahre tot sind oder die Bearbeiter noch keine 70 Jahre tot sind. Und zusätzlich bei den Noten brauche ich eben das Recht von der VG Musikedition. Mhm. Das heißt, das Ganze ist irgendwie ziemlich kompliziert. Das heißt, man müsste jetzt erstmal, wenn man das vorhat, müsste man erstmal in der Musikedition schauen,
ob dort die Noten aufgeführt sind. Ja, die erste Frage ist ja, ist der Komponist schon seit 70 Jahren tot oder nicht? Wenn er schon seit 70 Jahren tot ist, muss ich trotzdem in dieser Werkdatenbank bei der VG Musikedition gucken, ob es da eben ein Werk gibt und die Noten geschützt sind oder nicht. Und mit den Noten, die da geschützt sind, kann ich nicht einfach irgendwas machen. So trotz, und ich muss es halt eben an diversen Stellen klären. Ich habe jetzt keinen Fall gefunden, den ich jetzt einfach zack erklären könnte. Es ist halt eben ein Zusammenspiel dieser VG Musikedition wegen der Noten und der GEMA wegen der Aufführungsrechte, wo auch noch unterschieden wird in sogenannte kleine Rechte, die über die GEMA laufen, und sogenannte große Rechte, die zum Teil über die Verlage und die Urheber laufen. Große Rechte dann, wenn es halt bühnenmäßig aufgeführt wird, kleine Rechte, wenn es nur konzertant aufgeführt wird. Okay. Und es sind jetzt wahnsinnig viele Unterscheidungen. Also es würde jetzt, glaube ich, den unser Format sprengen, wenn wir da jetzt in die Tiefe gehen. Aber es ist hochkompliziert. Also auch das nicht so einfach. Es ist überhaupt nicht so einfach, glaube ich, hier. Hattest du jemals den Eindruck, dass irgendeine Frage einfach war? Nee. Nee, vielleicht ja die nächste. Also, ich betreibe einen kommerziellen Blog, schrieb irgendjemand. Inwiefern ist die Verwendung von Standbildern aus Videos, YouTube oder Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen geregelt? So, auch da habe ich extra nochmal nachgeguckt. Also auch diese Einzelstandbilder sind jeweils für sich urheberrechtlich geschützt. Also selbst wenn ich jetzt einen Film nehme, also nehmen wir mal an, jemand würde jetzt unseren Film hier gerade nehmen, unsere Aufnahme, und nehmen wir jetzt weiter an, es wäre nicht unter Creative Commons. Ist es ja. Dann wäre jedes einzelne dieser Bilder, was dann gemacht wird, auch wieder urheberrechtlich geschützt und die Leute müssten uns fragen, ob es okay ist. Also jetzt völlig mal ab von der Frage Persönlichkeitsrecht und ähnlichen Dingen. Aber ich kann nicht einfach aus einem Film, aus einer Sendung ein Bild machen und es veröffentlichen. Machen ja einige. Ja, auch da ist wieder der Bereich, wo kein Kläger, da kein Richter. Es ist ja in vielen Bereichen durchaus interessant zu sagen, ich finde es ja toll, dass dieses Bild irgendwo auftaucht. Das ist auch Werbung für mich, das ist Marketing für mich. Ich sehe es auch, dass viele Aufzeichnungen von irgendwelchen Sendungen auftauchen, die nicht unbedingt immer von den Sendern selber stammen. Auch da habe ich nicht den Eindruck, dass wirklich richtig was unternommen wird. Ich bin auch nicht dafür, dass da unbedingt was unternommen wird. Ich habe aber den Eindruck, dass an ganz vielen Stellen gesagt wird, das schadet uns nichts, also machen wir nichts. Das ist aber halt diese Frage, man weiß vorher nicht, wer sich irgendwann ärgert oder wer möglicherweise von anderer Stelle Vorgaben hat, die wir nicht kennen, die dafür sorgen, dass jemand sagt, ich finde es zwar eigentlich ganz nett, was da gemacht wird, aber ich bin jetzt selber vertraglich verpflichtet und darf das nicht dulden. Und da liegt halt immer das Risiko. Wir wissen nicht, was dahinter steckt. Und ich sehe es teilweise bei Filmverträgen, welcher Rattenschwanz von Verpflichtungen, Vereinbarungen dahinter steckt, wie schwierig das teilweise ist. Das sind so kleinteilige Sachen zum Teil, das können wir außen, wenn wir dann vom Fernseher sitzen und den Film sehen, können wir das gar nicht ermessen. Und ich kriege nur einen kleinen Teil mit. Da liegt das Risiko. Okay, ich denke, Risiko sollte man sich immer merken. Risiko und schwierig, das sind die zwei, die man sich merken sollte bei Urheberrecht. Gut, nächster Punkt, finde ich auch ganz interessant. Wie kann ich Cartoons verwenden, wenn ich den Autor nicht finde? Ja, ich hatte mir die Links, die ich über Twitter geschickt bekommen hatte, mal angeguckt. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen. Teil 1 ist einfach mal zu gucken, was sind die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Seite. Die waren bei den Links, die ich jetzt zum Beispiel bekommen hatte, sehr unterschiedlich. Da gab es eine Seite, wo meines Erachtens tatsächlich nur ein einziger Autor auch Bilder gemacht hat und gesagt hat, nutzt die, Hauptsache ihr verändert die nicht, also verändern dürft ihr nicht. Es muss halt mein Name, mein Link weiter in dem Bild drin stehen und sagt mir doch, wo ihr sie verwendet. Das scheint kein Problem zu sein. Dann gab es halt eben andere Seiten, wo zum Beispiel Nutzungsbedingungen waren im Sinne von einmal zahlen und dann royalty free. Aber da stand auch zum Beispiel wiederum drin, wir haften nicht dafür, dass die Rechte tatsächlich da sind. Da sind wir wieder bei dem, was wir oben hatten. Ja, es ist nett, wenn ich dann irgendeinen, meinetwegen sogar kleinen Betrag X gezahlt habe und meine, es sei okay. Und dann hat es aber jemand hochgeladen, der es gar nicht durfte. Und dann sagt der Anbieter dieser Plattform halt,
guck doch in meine Standard Terms, in meine AGB, da steht doch drin, ich hafte nicht. Das heißt, da ist so ein bisschen das Risiko, wenn ich nicht weiß, von wem es kommt und wenn ich nicht sicher bin, dass derjenige sagt, ja, ich möchte, dass das zum Beispiel ins Internet kommt. Ich möchte, dass es auf Webseiten, auf Blogs, in sozialen Netzwerken kursiert. Dann ist das immer eine Gratwanderung. Es kann gut gehen, wenn er es als nettes Marketing ansieht. Es kann aber eben auch schief gehen, wenn er sagt, ich und Internet niemals und meine Cartoons schon gar nicht. Und dieses Risiko ist genauso da, wie es eben für Fotos, für andere Bilder, für Filme, für Musik da ist. Okay, ich denke, wir haben wieder was gelernt. Wir haben Viertel nach. Ich würde sagen, wir haben noch ein paar Fragen, die ziehen wir in das nächste. In die nächste Session. Wir sammeln auch wieder neue Fragen. Wir werden uns gleich darüber verständigen, an welchem Termin wir avisieren. Und dann können alle, die noch Fragen offen haben, diese dort einstellen. Ne? So können wir doch hier verfahren. Genau. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Astrid. Und vielen Dank für eure Fragen da draußen. Ich wünsche ein schönes Wochenende allerseits und bis dahin, bye bye. Tschüss.